Das Novalisschloss in Oberwiederstedt war vom 2. bis 18. Juni Austragungsort des Werkleitsfestivals 2023. Unter dem diesjährigen Titel Mein Schatz gab es wieder ein buntes Veranstaltungsprogramm mit Filmen, Spaziergängen und einer Ausstellung, in der sich 10 internationale Künstlerinnen und Künstler mit dem Bergbau im Mansfelder Revier und anderswo sowie dessen Folgen für Menschen und Natur auseinandersetzten. So wurden Arbeiten gezeigt, die nach neuen und alten materiellen und ideellen Schätzen der einzigen Bergbauregion fragten. Doch was ist die Werkleitsgesellschaft eigentlich? Wo kommt sie her? Wo geht sie hin und was will sie? Diese Frage konnte Peter Zorn, erster Vorsitzender des Vereinsvorstandes, beantworten. Hallo, ich bin Peter Zorn, einer der Gründer der Werkleitsgesellschaft vor 30 Jahren. In einem kleinen Saaledorf namens Werkleitz, da stammt der Name, Tornitz ist noch der Paralleldorf. Und wir haben dort ein Medienzentrum auf dem Land gegründet und gleichzeitig auch eine Biennale. Es war eigentlich die erste Biennale Deutschlands. Die wurde sehr populär. Also 2002 hatte Ulrich Wickert in den Tagesthemen war das, die Dokumente des Ostens angekündigt. Und wir wurden aber auch überfüllt und dann war damals der Beschluss, nach Halle zu gehen. Halle wurde Medienstandort. Seitdem residiert die Werkleitsgesellschaft in Halle und dort veranstalten wir in der Regel unser Festival, aber wir haben jetzt 3 Jahre eine Ausnahme gemacht und befinden uns eben im schönen Mansfelder Land. Das ist hier der Abschluss im Novalisschloss mit dem Festival Mein Schatz. Also die Idee, die wir hatten, wir waren damals alle Filmstudenten, aber aus einer Kunsthochschule, dass wir die Möglichkeiten auch anderen geben wollten, sowohl Filme zu produzieren, dann war es aber auch der Start des Internets. Das heißt, wir haben 1994 dann eine Standleitung zum Internet ins Dorf gehabt, haben dort auch Internet-Kaffee gemacht für die Jugend und alles. Das hat sich im Prinzip auch alles gehalten. Wir haben ein internationales Stipendienprogramm, das läuft immer noch sehr erfolgreich, EU-weit, koordinieren wir 16 Länder. Das ging alles in den Dörfern los damals. Und wir haben eine Masterclass für Dokumentarfilm, das ist neu, das läuft seit 11 Jahren in Halle speziell. Was erwarten Sie heute von dem Tag? Überhaupt von den 14 Tagen jetzt ich hier? Ich bin sehr gespannt, also vor allem auf die Installation, also auf die künstlerischen Arbeiten, weil die sind größtenteils neu produziert, die wurden über die letzten Jahre entwickelt, von uns quasi finanziert und heute sehen wir quasi die Endergebnisse. Aber natürlich auch die Spaziergänge, das wird absolut spitze werden. Also wirklich mit Leuten von der Gegend und mit Fachleuten mal ein paar Stunden durchs Mansfelder Land laufen und wandern. Wo kann man das sonst schon auf dem Festival erleben? Zum Schluss noch eine Frage. Kennen Sie irgendwas anderes noch aus dem Mansfelder Land, vielleicht aus Privatbeziehungen oder so? Waren Sie schon mal in irgendeinem Dorf oder in einer Stadt? Ja, privat waren wir mal auf einer Fahrradtour Saale-Unstrut. Also das geht dann so ein bisschen an der Grenze los und dann fährt man halt weiter runter. Aber ich finde es eine extrem schöne Gegend. Also wir haben, wie gesagt, wir hatten jetzt auch 3 Festivals, dann sind wir auch ein bisschen rumgefahren, haben uns Sachen angeschaut, wie das Rosarium und Ähnliches. Und es ist auf jeden Fall immer ein Ausflug wert, hierher zu kommen. Die künstlerische Leitung hatten dabei die Kuratoren Daniel Herrmann und Alexander Klose. Während der gut besuchten Eröffnungsveranstaltung betonten sie, dass das Festival mit Mein Schatz nach Unter uns 2020 und mehr oder weniger 2022 bereits zum 3. Mal Station im Mansfelder Land macht. Ehrengäste der Eröffnung waren André Schröder, Landrat des Landkreises Mansfeld-Südharz, Jeanette Klaus, Vertreterin der Stadt Arnstein, wozu Widerstedt gehört, und der Staatssekretär für Kultur des Landes Sachsen-Anhalt, Sebastian Putz. Mein Schatz. Mit diesem Titel knüpft Werkleitz dieses Jahr unmissverständlich an Tolkis Epos Herr der Ringe an. Und dieser Schatz, das ist, Sie alle wissen das, ist der Ring, den die Kreatur Gollum begehrt. Er steht für eine Obsession, ja ein unstillbares Verlangen, das die Abgründe seiner eigenen Existenz zum Vorschein bringt und das Wesen selbst nach und nach aufzehrt. Vom Mittelalter bis zum abrupten Ende 1990 wurde hier in der Region zwischen Eisleben, Sandersleben und Hettstedt nach Schätzen gegraben. Eine Zeit, die hohe Gewinne brachte, aber eben auch tiefe Wunden riss. Als weithin sichtbare Zeichen verändern die großen Halden
bis heute die Landschaft. Und diese Riesen sind keineswegs stumme Zeugen, sondern sprechende Geschichte. Hier am Geburtsort von Novalis werden wir damit an eine Epoche erinnert, die die Veränderungen ihrer Umwelt bereits vor über 200 Jahren Aufmerksamkeit registrierte, und die Verschiebungen von Natur- und Kulturräumen waren bereits Thema damals für die Romantiker. Und wo, wenn nicht hier, wo der Bergbau nun mehr Geschichte ist, ließe sich also besser zurück und zugleich auch nach vorne schauen. Mehr denn je ist der Mensch heute auf die Schätze des Bodens angewiesen. Auch die digitale Moderne braucht Heavy Metal, so heißt es ja im Programmheft, sehr treffend. Und nach bereits zwei erfolgreichen Festivals 2020 und 2022 schließt jetzt Mein Schatz im Kornspeicher und Inspektorhaus beim Novalis Museum auf Schloss Überwiederstedt an diese Trilogie an. Landrat André Schröder hielt es zu Beginn seines Grußwortes passend zur Örtlichkeit mit Novalis. Dem Bergmann strahlt in der Nacht der Klüfte ein ewiges Licht. Er trifft auf allen Wegen ein wohlbekanntes Land, und gern kommt sie entgegen dem Werken seiner Hand. Ihm folgen die Gewässer, hilfreich den Berg hinauf, und alle Felsenschlösser tun ihm ihre Schätze auf. Er führt des Goldes Ströme in seines Königshaus und schmückt die Diademe mit edlen Steinen aus. Sie mögen sich erwürgen am Fuß um Gut und um Geld. Er, der Bergmann, er bleibt auf den Gebirgen der frohe Herr der Welt. Sie alle haben es erkannt, es ist das Bergmannslied Friedrich von Hardenbergs, hier hinter mir zur Welt gekommen. Novalis, der Begründer der romantischen Dichtkunst in Deutschland. Natürlich drängt es sich bei einem solchen Festival auf, an diesem Ort, an dieser Stelle mit Novalis zu beginnen. Und es geht ja um Schätze. Und wie, da bin ich Daniel Herrmann sehr dankbar, Werkleitz so schön angeteased hat, also bekannt gemacht hat, in den sozialen Medien, auf der Internetpräsenz. Es geht im Landkreis Mansfeld-Südharz, wie übrigens überall in Deutschland, vielleicht in der Welt und in Europa, darum, wie man die Zeiten erkennt, auf die Zeitenwende reagiert und wie man neue Werte, aber auch neue Wertschöpfung erstrebt, wenn es nicht mehr der klassische Bergbau ist, der diese Region mal so geprägt hat, Land und Leute prägt bis heute, Landschaft prägt bis heute, Menschen rau, aber herzlich, ein bisschen störrisch, aber ehrlich, bis heute. Neue Werte, neue Wertschöpfung. Was kann das in diesem Landkreis sein? Ist es unsere tolle, reiche Geschichte? Ist es unser Naturreichtum? Ist es vielleicht die Unternehmerschaft lauter Hidden Gems? Der Werkstoff der Energiewende ist Kupfer. Der größte, mit höchstem Reinheitsgrad behaftete Kupferblechhersteller Deutschlands hat in Hettstedt seinen Sitz. Kein modernes Handy kommt ohne Kupfer aus Hettstedt aus. Sind es die Schalterschränke, die Rechenzentrum zur Digitalisierung oder große Kraftwerke, Staudämme betreiben, Schalterschränke aus Sangerhausen der Firma FEAC sind dabei? Ist es die modernste Laserschweißtechnik der Firma Unterschütz, die zum Beispiel die Hinterteile der iPads produziert? Sind das unsere Schätze? Oder ist es noch mehr? Ist der eigentliche Schatz vielleicht der Mensch, unsere Menschen hier in der Region, die sich durch Transformation mal mehr, mal weniger schmerzhaft qualifiziert haben? Transformation, Erfahrung des Verlustes. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nichts ist auf dieser Welt selbstverständlich. Deutschland lernt das gerade schmerzlich. Hier lebt eine Menschenschar, hier leben Bürgerinnen und Bürger, die das wissen, die das aus ihrer eigenen Biografie kennen. Wissen,
das nicht sicher ist. Wissen, Verlusterfahrung, das ist auch eine Transformationserfahrung. Und Flexibilität. Wie reagiere ich auf Veränderungen? Und dann ergriffen die beiden Kuratoren noch einmal das Wort. Einerseits, um den zahlreichen Beteiligten am Projekt Mein Schatz Danke zu sagen, aber auch, um über dessen Bedeutung zu philosophieren. Was ist denn Mein Schatz? Ideelle, materielle Werte, neue ideelle, materielle Werte. Und man liest es immer wieder in der Zeitung, dass man mit diesen Halden noch irgendeinen geilen Scheiß machen kann, dass man da Kupfer rausziehen kann, dass da Platin-Gruppe drin ist und dass man das Secret hat erzählt, dass man das irgendwie zerreiben, zerblasen und dann kann man bestimmte Essenzen daraus noch in die Verhüttung führen und was man nicht alles machen kann. Auf der anderen Seite kann ich mich daran erinnern, dass ein Künstler, nämlich Viktor Brimm, bei Heinz Dittmann, einem der ersten Schmelzer von der Hütte Helbra, zugegen war in Mansfeld, Kloster Mansfeld, Entschuldigung. Und die sprachen auch über den Halden, was kann man damit machen und so weiter. Und dann sagte Heinz Dittmann, also wenn Sie die Halden wegnehmen, dann ist das so, wie wenn mir ein Stück Fleisch aus den Rippen gerissen wird. Und das ist natürlich genau die Waagschale. Wir hatten das ja beim letzten Festival mehr oder weniger, das ist ja die Waagschale. Und dann ist es natürlich also Aufgabe der Waage oder unseres Geistes zu überlegen, ist das ein materieller Wert in der Halde oder ist die Halde ein ideeller Wert? Und ich glaube, auch das ist ein Thema von Mein Schatz, von diesem Festival. Ich bin, also wenn Daniel eher sozusagen der Mann fürs Lokale ist, dann bin ich der für die Fragen und Geschichten aus der Ferne und die Infragestellungen aus der Ferne. Und ich stöbere dann immer also in anderen Weltgegenden oder auch in der Geschichte rum. Und zum Beispiel zu den Halden bin ich erst jüngst darauf gestoßen, dass die sogenannte Haldenklauberei, die jetzt gerade wieder ein möglicher versprechender Wirtschaftszweig zu sein scheint, aber eben aus landschaftsschutzlichen Gründen auch höchst umstritten ist, dass die auch nach dem 30-jährigen Krieg, als der Bergbau hier schon mal praktisch komplett da niederlag, natürlich sozusagen eine der letzten Betätigungen war, die noch mit dem Bergbau zu tun hatten. Und irgendwie solche großen Wiederholungszyklen finde ich interessant. Auch eine andere alte Geschichte, die anknüpft, oder also die Beschäftigung mit der Gegend hier, mit meiner allgemeineren, größeren Beschäftigung, mit Fragen nach, eigentlich kommt von fossilen Ressourcen und Öl und Kohle und so weiter, aber generell mit Fragen nach der Rolle von Rohstoffen von Untertage heutzutage und in Zukunft verbindet. Das war das Fundstück, dass das Besondere an dem Mansfelder Bergbau laut einer Quelle gewesen ist, dass er schon seit dem Mittelalter nicht die Stollen, also nicht die Bergwerke, das eigentliche Geschehen waren, sondern die Feuer, also die Hütten, dass die Bergwerke den Feuern untergeordnet waren. Und diese Umdrehung der Perspektive ist interessant, weil wenn man sich das heute anguckt und sich fragt, was passiert denn, wenn der Bergbau weggeht und wie kommen seine Produkte überhaupt in die Gesellschaft und wie kommen sie hier noch hin, dann ist natürlich klar, die Schätze, die sind nicht unter Tage, sondern die Schätze, die werden eigentlich erst in den Hütten sozusagen entstehen die. Und, oder eben, die werden rausgebracht als etwas, was noch kein Schatz ist und werden dann in dem Feuer gebrannt. Und, oder jetzt, wenn wir Novalis nehmen, oder wenn der so seinen idealistischen, ideellen Bergmann runterschickt, dann wird sozusagen im Feuer seines Kopfes, wird daraus irgendwie so eine naturphilosophische Reflexion über die Natur, aber eben eigentlich, die ist auch nicht da drunten, sondern die ist hier oben in der Kultur gemacht worden. Und es gibt eine große Frage, die sich an die Feuer knüpft, und das ist die Frage, mit der ich eigentlich hier reingekommen bin, und die Frage, die sich vielleicht an dieses Projekt, so wie ganz viele andere gegenwärtige Projekte, anknüpft, nämlich, es sollen ja jetzt im Zuge des Kampfs gegen den Klimawandel und der Auseinandersetzung mit dem Anthropozän, also der menschengemachten Weltzeitalter, alle Feuer gelöscht werden. Ne? Das heißt, aber die Schätze sind immer schon in den Feuern gemacht worden. Und wie werden die eigentlich in Zukunft gemacht, wenn alle Feuer gelöscht werden? Oder
Andersrum gesagt, vermutlich kann man nicht alle Feuer löschen. Der gerade genannte Filmkünstler Viktor Prim war auch 2023 beim Festival präsent. Das Ergebnis seiner Arbeit war in einem Keller zu sehen. Mich hat interessiert, was der Kupferbergbau, was an Spuren übrig geblieben sind. Letztes Jahr habe ich eine Arbeit zu Schlacke Hallen gemacht und in der Materie und Textur von Schlacke, Stein und wie sie in die Zukunft wirken können, wirken werden. Habe das quasi spekulativ erforscht, indem ich Kameraaufnahmen gemacht habe und Photogrammetrieaufnahmen, quasi 3D-Scan von Schlacke, Stein. Und das gleiche Prozedere habe ich auch in den Kupferminen gemacht, jetzt im Röhrigschacht und der Grube Glasebach habe ich Fotoaufnahmen gemacht und Teile der Mine gescannt und wieder in 3D verarbeitet und ich fand es interessant zu gucken, was ist übrig geblieben und wie wird das jetzt in die Zukunft wirken und wie verändert sich die Textur, die Spuren, das Material, die Elemente. Um Material, ja einen Schatz ganz anderer Art, kümmerten sich an diesem Abend der Mäumecker Kurt Quiel und seine Freunde. Ihn verbindet schon seit Jahren eine ganz besondere Beziehung mit den Werkleitskünstlern. Also es lief einfach herrlich, ja, weil die Menschen, die uns besuchen kommen, ja, auch wenn das nur temporär ist, einfach viel Kultur und Vielfalt reinbringen. Also es sind Leute wie du und ich, ja, sicherlich Künstler. Auf eine gewisse Art und Weise ist das sehr charmant, ja, eigentlich in jedweglicher Weise. Und dass wir unsere Region eben für die Zeit mitgestalten und auch die vielen wichtigen Personen, wie ich das so denke, herbringen, ja, Kultur- und Staatsminister. Und auch einfach die Region, einfach auf die Region nochmal aufmerksam machen. Ja. Genau, ich finde ja spannend, dass die Region für Sie auch spannend ist. Ja, man also immer denkt, ach komm, Mansfeld-Südhaus. Nein. Unsere Halden, die sind größer wie die Cheops-Pyramide. Genau. Und eine zumindest. Ja, eine. Ja, und ich finde es halt imposant und beeindruckend. Das ist meine Heimat, das ist meine Region, ich bin hier gerne. Und ich finde das nicht beeindruckend, dass das für andere beeindruckend ist, ja, weil ich weiß, dass es was Besonderes ist. Ja. Wir haben eine ganz lange Tradition. Klar, ich wurde gefragt und ich kann nicht Nein sagen.